herzlich willkommen und hallo ihr Lieben zur nächsten Folge unserer Serie Leben, Sterben, Weiterleben. Und wie ihr wisst oder euch denken könnt, ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und wir haben schon wieder ein neues Thema in petto. Heute freue ich mich, Anja Weiß begrüßen zu dürfen. Hallo Anja, schön, dass du da bist und ich habe es jetzt mal ein bisschen spannend gemacht. Erzähl du doch einfach mal, indem du dich ein bisschen vorstellst, unseren Zuschauern, was du machst. Sehr gerne. Hallo Andreas. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Es ist ganz schön, weil ich mit einem Herzensthema hier sein darf. Ich bin freie Trauerrednerin. Das heißt, ich begleite außerkirchliche Trauerfeiern für Verstorbene und deren Angehörigen, die sich in der Kirche nicht so zu Hause fühlen oder ausgetreten sind. Das finde ich super gut, weil ich hätte jetzt auch überlegt, was mache ich denn jetzt, wenn es mich mal ereilt, weil irgendwann sind wir ja nun mal alle dran. Mhm. Ne? Und das ist ja eine tolle Sache, dass man eben auch außerhalb der Kirche, und es gibt ja nun viele Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind inzwischen, ja, wie machen die das oder wie machen wir das, wie können wir das machen, damit unsere Beisetzung, wie auch immer, ob nun Beerdigung mit Sarg oder eingeäschert oder, doch einen feierlichen Rahmen bekommt, um uns verabschieden zu können, dass unsere Angehörigen sich von uns verabschieden können, dass wir uns, wenn wir ja dann aus der geistigen Welt zuschauen, auch verabschieden können und sehen, ja, guck mal, das geschieht so, wie ich mir das gewünscht habe. Mhm. Das ist fantastisch. Sag mal, wie ist denn dieses Thema zu dir gekommen? Wie ist das Thema zu mir gekommen? Das ist ein alter innerer Ruf, den ich über viele Jahre nicht gehört habe, weil es ein wenig Mut brauchte, um diesen Weg wirklich zu gehen. Gehört habe ich diesen Ruf, als mein Mann verstarb vor 15 Jahren. Er war aus der Kirche ausgetreten und ich habe einen außerkirchlichen Trauerredner für seine Beerdigung gebucht. Und dieser Mann hat das so wundervoll gemacht, dass ich das Gefühl hatte, er hat meinen Mann persönlich gekannt. Ich habe trotz meiner großen emotionalen Betroffenheit, also sein Tod war damals der Super-GAU für mich, völlig ohne religiösen, ohne spirituellen Hintergrund damals für mich, habe ich eine Rede auf seinem Begräbnis gehalten, obwohl ich emotional so betroffen war. Es war mir einfach ein Herzensbedürfnis. Und dann gab es verschiedene, erstmal die Trauerarbeit, dann verschiedene berufliche Stationen, bis ich dann letztlich doch den Ruf ernst genommen habe und gesagt habe, so, jetzt mache ich mich selbstständig als freie Trauerrednerin in der westlichen Bodenseeregion, dort, wo ich auch lebe. Das heißt, man kann dich einfach anrufen und dann dich buchen. Genau. So, und jetzt gehen wir mal so richtig ins Eingemachte. Mhm. Erzähl uns doch mal, wie dieses Thema dich berührt hat. Du hast uns jetzt erzählt, wie es zu dir gekommen ist, aber du hast ja Triggerpunkte gehabt in dir. Und was könnte uns jetzt als Zuschauer interessieren, damit wir uns mit diesem Thema mal auch gedanklich ein bisschen beschäftigen können? Für mich war es damals so, weil dieser Trauerredner die Rede für meinen verstorbenen Mann so individuell, persönlich, warmherzig und würdevoll gestaltet hat, dass ich das Gefühl hatte, ein großes Stück meiner Trauer war aufgrund dieser Trauerfeier schon bewältigt, verarbeitet, hatte ich das Gefühl. Warum? Weil eine Würdigung und eine Ehrung des vergangenen irdischen Lebens, das Herausstellen der Wesenszüge des Verstorbenen, so berührend ist, einfach zu ehren, dieser Mensch war da und der hat diese und diese Spur hinterlassen in den Leben, die er berührte. Das hat für mich ganz viel Trauerarbeit schon geleistet. Und dann natürlich nach der Trauerfeier meine Hinwendung zu den Jenseitsthemen. Dann kamen plötzlich die richtigen Bücher zu mir. Vor der Trauerfeier, vor der Einäscherung, als ich mich von dem Leichnam meines Mannes verabschiedet habe, ging instinktiv in mir eine Tür auf, ein inneres Wissen,
So von wegen, das war hier nicht alles. Er hat jetzt seine Hülle abgelegt, aber da muss von ihm noch was sein. Dann wurde ich wie von Zauberhand zu genau dem richtigen Jenseitsmedium geführt, das dann einen Kontakt zwischen meinem verstorbenen Mann und mir möglich gemacht hat. Und das war für mich einfach ein Geschenk des Himmels im Supergau meines Lebens. Ich habe dadurch, dass da Tore aufgingen, die Erfahrung gemacht, getragen zu werden, wenn eigentlich nichts mehr trägt. Ja. Und das finde ich an der Arbeit, einmal an der Hinwendung zur Spiritualität und an meiner Arbeit so wertvoll, dass ich ein Angebot machen kann, wo es gewünscht ist, den Angehörigen im Sterbefall auch das bieten zu dürfen. So. Also im Grunde das, was du erfahren hast, auch den anderen rüberzubringen oder zu ermöglichen, sag ich mal so. Da habe ich gerade eine Frage zu dem, was du erzählt hast. Und zwar, du hast die Chance gehabt, dass du dich, wie du sagst, von dem Leichnam hast verabschieden können. Daraufhin gingen die Türen auf, Pünktchen, Pünktchen. Genau. Aber das Entscheidende ist ja, du hast diese Chance bekommen. Das heißt, wie wichtig würdest du das für uns alle erachten, wenn wir so einen Verlust erleben, sich dann doch nochmal von dem Leichnam zu verabschieden? Ich glaube, nicht sagen zu können, Menschen sollten das so oder anders tun. Ich halte so einen Abschied zu ermöglichen für unbeschreiblich wichtig, würde aber jede Person, jeden Angehörigen einer verstorbenen Person einladen, in sein eigenes Bauchgefühl zu hören, stimmt es für mich? Je nachdem, welche Todesursache vorlag, ist es gut, mit dem Bestatter zu sprechen. Ja, es ist ein Unterschied, ob jemand seine Hülle verlässt, weil er friedlich eingeschlafen ist oder schwer verunfallt ist. Bestatter werden ein erstes Okay geben, dass ein Besuch beim Leichnam noch möglich ist. Ansonsten wäre meine Empfehlung, in das Bauchgefühl individuell reinzuschauen, brauche ich den Abschied vom Leichnam oder belastet es mich mehr? Und da glaube ich, gibt es kein so ist richtig oder so ist falsch, dass jeder Mensch individuell anders. Das hast du wunderbar erklärt. Ich habe aus anderen Gesprächen erfahren, dass es eben für einige Menschen, genau wie du auch sagst, sehr wichtig war, weil sonst ganz hinten immer noch ist, glaube ich nicht. Der kann jeden Moment durch die Tür kommen oder die. Und da war es ganz wichtig, wirklich den Leichnam, genau, es war Elke Sola, die sich von ihrer Tochter noch verabschieden durfte. Und sie hat auch erzählt, dass sie ein wundervolles weibliches Beerdigungsinstitut gefunden hat. Und das, muss ich sagen, fand ich ganz wundervoll, weil da nämlich auch von Frauen der weibliche Leichnam entsprechend achtsam behandelt wird. Toll, habe ich gesagt, finde ich ganz toll. Das würde ich mir für mich als Mann auch wünschen. Ja. Jetzt meine Frage an dich. Was hast denn du für dich mal ganz persönlich jetzt aus dem, was du uns eben schon erzählt hast, gelernt oder mitgenommen für dein Leben, dein jetziges ganz normales Leben? Es hat mein Leben komplett verändert. Ich glaube, dass der Tod in jeder Situation, die uns findet, wann der Tod unser Leben berührt, weil ein lieber Angehöriger stirbt, ich glaube, dass er ein Lehrmeister sein kann. Weil nichts wird oft so gefürchtet wie der Tod und nichts birgt ein so großes Geschenk und lädt ein, wirklich mal die wesentlichen Fragen des Lebens zu stellen. Für mich hat es die Erfahrung gebracht, getragen zu werden, wenn nichts mehr trägt. Das heißt, ohne einen religiösen oder spirituellen Hintergrund bin ich ein Mensch geworden durch diese Erfahrung, für die höhere Mächte im Leben die zentrale Rolle spielen. Für mich der Leitstern sind, es hat mein Leben verändert, in positiver Weise. Also der Super-GAU meines Lebens ist letztlich zum größten Geschenk für mich geworden. Was bedeutet das jetzt für deine Zukunft? Das bedeutet, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod habe, dass ich davon ausgehe,
dass ich meine Hülle genau zum richtigen Zeitpunkt abwerfen, ablegen werde, wenn das, was meine Seele sich zu erfahren vorgenommen hat, für diese Inkarnation erfüllt ist. Ich werde hoffentlich schmerzfrei mit Leichtigkeit wegen der Angstfreiheit meinem eigenen Tod ins Auge sehen können, so, vielleicht sogar mit einem Stück Freude. Und wann immer ich eine Verlusterfahrung habe, weil ein Mensch in die geistige Welt geht, weine ich zutiefst, wie trauere ich zutiefst, wie die meisten Menschen, weil ich diesen Menschen nicht mehr auf dieser Ebene um mich habe, weil ich mit ihm nicht mehr direkt reden, lachen, ihn umarmen kann. Aber ich weiß, es geht ihm oder ihr gut. Und was soll ich da beweinen, wenn diese Seele so geborgen ist? Ja. Fühlt sich sehr schön an, an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Was bringt denn jetzt uns das für uns selber jetzt im ganz normalen Alltag? Wie können wir das umsetzen und damit wir da entsprechend auch was draus lernen aus deinen Erfahrungen? So richtig ganz praktisch. Praktisch würde ich die Einladung aussprechen wollen, regelmäßig, monatlich, wöchentlich, vielleicht auch täglich, eine Rückschau auf den eigenen Tag durchzuführen und zu sagen, was ist heute gestorben, was gibt's zu betrauern, was von meinem Potenzial ist noch nicht gelebt, was möchte ich hier noch auf die Erde bringen. Wenn ich wüsste, heute wäre mein letzter Tag und ich habe morgen nicht mehr zu leben, was möchte ich noch unbedingt erleben, mitteilen? Den Tod als Lehrmeister zu nehmen und als Gemahnen, keiner von uns weiß, ob er auf dieser irdischen Ebene den Tag morgen noch erlebt. So. Also im Grunde diese ganz alte Weisheit, lebe jeden Tag so, als ob es dein letzter wäre. Genau. Aber das auch mal wirklich auch tun. Vielleicht ist das mal eine Herausforderung, dass wir einfach mal überlegen, ja okay, morgen ist Schluss. Was würde ich heute noch tun? Wie würde ich es tun? Übrigens, als mir neulich einer diese Frage stellte, da habe ich so ganz kurz nur überlegt, habe gesagt, ja, ich würde noch den nächsten Film machen. Und wenn ich sterbe, ist dann muss ich jemandem sagen, wie er den veröffentlichen soll. Und ja, ich würde es einfach tun, weil das mein Ding ist. Vielleicht würde ich genau darüber noch einen Film machen, den veröffentlichen und dann würde ich mich hinlegen. Also, okay. Das wäre jetzt so meins mal, um euch auch mal ein praktisches Beispiel zu geben. Wie würde ich diese Frage jetzt im Moment beantworten? Jetzt gehen wir nochmal zurück auf deine Trauerrednerarbeit. Kannst du uns da aus deiner Erfahrung mal ein paar Geschichten von Familien erzählen, ohne Namen zu nennen natürlich, ganz allgemein, wo wir dann mal hören und auch uns reinfühlen können, wie ist das so, wie hast du das erlebt und wie könnten wir das eventuell dann auch erleben? Also meine Arbeit als Trauerrednerin umfasst ja ein ganzes Paket. Das heißt, ich besuche zunächst, wenn ich den Auftrag erhalte, die Angehörigen zu Hause, spreche mit ihnen die Trauerfeier ab im geschützten Rahmen. Die Wünsche und Prioritäten der Angehörigen und auch des Verstorbenen, entweder mutmaßlich oder tatsächlich wissentlich, sind mir ganz, ganz wichtig. Weil mir geht es darum, dass Verstorbene einen würdigen Abschied erhalten, jenseits von Heuchelei, jenseits von Urteil, und die Angehörigen sich gut verabschieden können. Deine Frage war, was bedeutet das für unser aller Alltag eventuell? Hast du ein paar schöne Beispiele, was du erlebt hast? Wie war das zum Beispiel mal, wo du das komplett organisiert hast? Was ist da geschehen? Was haben sich die Leute gewünscht zum Beispiel? Hast du da was Außergewöhnliches erlebt? Sowas in der Art und Weise? Oder wie ist das ganz normal abgelaufen? Wie ist so eine normale Beisetzung? Wie ist eine Urnenbeisetzung? Oder hast du schon eine ganz andere Art der Beisetzung erlebt, weil sich der Verstorbene das testamentarisch vorher gewünscht hat? Sowas in der Art zum Beispiel. Also es ist so, dass ich werde viele Trauerfeiern nie vergessen und viele Angehörige, mit denen ich die Gespräche habe führen dürfen, wo ich wirklich Einblicke in das Leben habe nehmen dürfen, bleiben mir immer im Gedächtnis. Aber besonders gern
weil es so berührend und ergreifend war, denke ich an die Trauerfeier für einen jungen, lebenslustigen Mann zurück. Er war 20 Jahre alt, als er mit dem Auto verunfallte und verstarb. Ich habe seine Eltern als sehr trauernd, unglaublich betroffen und warmherzig und liebevoll zugleich empfunden. Der Hausbesuch fand mit 20 Leuten statt. Ich saß mit den Eltern, Tante, Onkel, Großeltern und bestimmt 15 seiner Freunde zusammen. Jeder hat was beigetragen zu der Trauerfeier. In dem Moment, als wir zusammensaßen, sah die Tante des Verstorbenen, dass ein Regenbogen über dem Haus stand und dann setzte noch Kirchengeläut ein. Also es war unglaublich bewegend. Und der junge Mann ist, wie wir sagen würden, sehr mutig und gewagt Auto gefahren und hat sich auch durchaus getraut, während der Autofahrt mal eine WhatsApp-Sprachnachricht aufzunehmen. Und er sang. Einige Sekunden, bevor der Aufprall kam, sang er ein Lied. Gröhlend, lebenslustig, heiter und froh, life goes on. Und es waren die letzten Sekunden, bevor der Aufprall kam. Und ich durfte dann sagen, ich sage jetzt einen anderen Namen, Hermann Mayer ging glücklich von dieser Welt. Dann hörten wir sein Live-Gesang wenige Sekunden vor dem Aufprall und dann das Originallied. Und in der gesamten Kapelle mit 500 Trauergästen war eine Atmosphäre, die war, es wird Jesus ein Wort zugeschrieben, Schönheit ist überall, auch dort, wo die Schärfe des Lebens den Moment berührt. Und das war so ein Moment. Die Wertschätzung und Dankbarkeit, die ich von dieser Familie erhalten habe, die Trauergäste, die mich angesprochen und gesagt haben, wow, danke, sie haben uns einen Dienst erwiesen. Das ist, warum ich diesen Beruf mache und nichts anderes machen möchte. Du siehst, ich bin vollkommen berührt, weil ich das so reinfühlen kann, diese Trauerfeier. Wir haben das für meinen Vater damals auch so gemacht. Er hat sich Pink Floyd gewünscht. Okay. Und dann haben wir Pink Floyd gespielt. Ja, klar. Das war also auch sehr berührend. Ja, schön. Und dann war er halt dabei. Das war schön. Da hat er sich gefreut. Das weiß ich. Mhm. Und dass du das dann auch so machst, das finde ich toll. Und das war eine sehr schöne Geschichte. Ja. Hast du noch eine für uns? Ich muss einfach bohren. Ich habe bestimmt viele. Auch wenn ich dann weiterheulen muss, das macht nichts. Ja, ja. Also, ihr kennt das ja schon. Mir ist so wichtig, möglicherweise das Weltbild des Verstorbenen in meiner Rede zum Ausdruck zu bringen. Also wenn jemand meint, er sei sein Körper, also ich denke, wenn er in die geistige Welt gegangen ist, wird er sehr schnell eine Kurskorrektur erfahren. Aber wenn jemand meint, ganz weltlich klassisch, er ist sein Körper, dann ist er das. Dann bilde ich das ab in der Rede aus Respekt vor dem, was er glaubt in seinem irdischen Leben, auch wenn mein Weltbild ein anderes ist. Wenn allerdings jemand und die Angehörigen im Gespräch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es nach dem körperlichen Tod weitergehen könnte, dann wähle ich die Zitate entsprechend. Und ich möchte gerne das mal anhand eines Beispiels von einem Gartenzitat deutlich machen. Weil viele Menschen haben Schrebergarten, zu Lebzeiten lieben und hegen ihn. Und es klingt einfach, wenn ihr mal reinspüren wollt, Andreas, wenn du reinspüren magst, es klingt einfach anders, ob ich sage, ich weiß jetzt nicht, ob ich das erste Gedicht, weil es nicht so meins ist, wirklich wortwörtlich hinkriege, aber du siehst den Garten nicht mehr grünen, in dem du einst so froh geschafft. Du siehst deine Blumen nicht mehr blühen, weil der Tod nahm dir die Kraft. Hab für alles Dank, schlaf in Frieden, Ruhe sanft. Oder mögest du, wohin du gehst, einen neuen Garten vorfinden, noch unbestellt, wo du die Ärmel hochkrempelst, der Ahnen gedenkst und den Pflanzen Liebe schenkst, damit alles bereit ist, wenn wir nachkommen. Ohne Worte.
Fühlt selber rein. Ja, ich hatte eine junge Verstorbene, eine Frau, 34 Jahre alt, eine ganz lange Geschichte einer Epilepsieerkrankung. Sie wurde in ihrem Familienkreis liebevoll Deutsch genannt, weil sie eine Meisterin der deutschen Sprache war. Lebenslustig, vital, kämpferisch. Und dann habe ich gedacht, da bemühe ich doch in der Trauerrede nicht meine eigenen Worte, sondern da lade ich doch einen Text von Julia Engelmann ein, der Poetry Slammerin, die auch eine Meisterin ist der deutschen Sprache. Und da habe ich mir dann erlaubt, für diese Verstorbene, ich nenne sie jetzt mal Sarah, für Sarah Julia Engelmann zu zitieren. Ich krieg das jetzt wörtlich nicht hin, aber wenn du weitergehen willst, sinngemäß, musst du den ärgsten Erzängsten in die Augen sehen. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr weiter, geht's immer noch ein Stück voraus. Und ja, da hab ich halt Poetry Slam gebracht, weil ich das Gefühl hatte, es stimmt. Und ich glaube auch unter uns, dass ich von verstorbenen Seelen geführt werde. Die zeigen mir schon bei meiner Recherche nach Hobbys, nach Zitaten, auf welche Website ich zu gehen habe und wo ich ein Gedicht finde, was ihnen gut gefallen würde für ihre Trauerrede. Sei es die verstorbenen Seelen, sei es Geistführer, Schriftsteller, Engel, ich habe keine Ahnung, aber ich schreibe nicht die Reden, sondern sie werden durch mich geschrieben. Und dann gibt es eine Qualität, da geht der Himmel auf. Weil ich Kanal bin, sein darf, so ist es. Und dann fließt das einfach. Ja, dann fließt es, unglaublich. Aber das ist nicht mein Werk. Ich meine, ich kann besser mit Worten umgehen als mit Zahlen, aber ich schreibe die Reden nicht. Die werden durch mich geschrieben. Ja. Und dann darf ich dienen, dann darf ich ehren und dann darf ich einen guten Abschied anbieten. Und wenn mir das gelungen ist, dann war es eine gelungene Trauerfeier. Genau. Ich merke schon, du machst das richtig so vom Herzen. Also ist das genau das dein Herzensthema, dein Herzensanliegen, für andere einen wunderschönen Abschied zu ermöglichen. Genau. Das Leben, glaube ich, setzt uns alle an den Platz unserer Talente. Und das Leben scheint mich als Trauerrednerin gemeint zu haben. Deswegen habe ich den Impuls, denke ich, damals bekommen, auf der Beerdigung meines sehr jungen Mannes. Es ist alles nicht zufällig, es ist alles sinnvoll, so glaube ich. Es ist mein Herzensding und es hat 27 Jahre nach Schulabgang gebraucht, bis ich es gefunden habe. Und 27 ist eine besondere Zahl in meinem Leben. Es gibt immer so kleine Zeichen. Um so und so viel Uhr 27 passiert was Bedeutsames und ich habe 27 Jahre gebraucht, bis ich diese Herzenstätigkeit gefunden habe. Ich scheine so gemeint zu sein. Dann ist das deine Zahl. Die Quersumme ist ja auch 9. Ja, und das ist die Vollendung. Genau. Ne? Und von daher perfekt. Ja, einfach genau. Perfekt. Genau. Ja. Was ist so, wenn du jetzt nochmal Revue passieren lässt, deine Arbeit, dein Herzensthema, was ist daraus deine Botschaft jetzt für uns zum Beispiel? Oder auch mehrere Botschaften. Vielleicht hast du da ja einiges, was du uns aus deiner Arbeit als nicht nur Trauerrednerin, wie kann man das eigentlich nennen? Du machst ja viel mehr, hast du eben erzählt. Du machst ja die gesamte, du organisierst ja schon fast die ganze Trauerfeier. Nicht nur fast, sondern ja. Also ich arbeite eng mit Bestattern zusammen. Die Aufgabe des Bestatters ist, das Vorgespräch zu führen mit den Angehörigen, organisatorische Dinge abzuwickeln, was Friedhofsverwaltung angeht, den Leichnam natürlich abzuholen, zu versorgen, aufzubahren, wenn gewünscht, die Erdbestattung oder die Einäscherung einzuleiten und viele Dinge mehr. Trauerredner, Trauerrednerin ist tatsächlich ein missverständlicher Begriff. Wenn ich davon erzählt habe, habe ich schon festgestellt, dass Menschen meinen, dass wir quasi als Trauerredner, Trauerrednerin einen Gastauftritt haben auf Begräbnissen und eine Rede halten und dann wieder gehen. Das ist nicht so. Wir sind tatsächlich die komplette Alternative zum Pfarrer. Ja, wir begleiten als
Zeremonienmeister, finde ich ein bisschen hochtrabend, aber wir begleiten die komplette Zeremonie. Hausbesuch, Abstimmung der musikalischen Umrahmung, Vorbereitung, Redeschreiben, Durchführung der Trauerfeier inklusive Passage, Beisetzung am Grab. Und die Angehörigen bekommen von mir dann immer noch eine Niederschrift der Trauerrede, weil das in dieser akuten Schmerzsituation Freude auslöst. Die einen werden die Rede in die Schublade packen, weil es im Moment noch wehtut, das nachzulesen. Manche lesen sie sofort und ich bekomme Rückmeldung, wie schön, das nochmal zu lesen. So, das ist meine Arbeit. Nach der Botschaft hast du gefragt. Genau. Es liegt mir fern, mein Weltbild Menschen aufzudrücken, weil ich mich nicht hinstellen würde und sagen würde, ich habe die Wahrheit über den Tod in mir. Ich habe meine Wahrheit und ich habe meine Erfahrung. Meine herzliche Einladung ist, an alle Menschen, die so Kummer haben, weil sie trauern um eine verstorbene, liebe Person, wenn ihr mögt, lasst euch berühren, lasst euch einladen, mal aus einem anderen Blick auf den Tod zu schauen. Ist das, was die Wissenschaft noch sagt, wirklich die Wahrheit? Sind Erfahrungen, wenn Menschen sterben, dass sie ein Licht sehen, dass sie durch einen Tunnel gehen, dass es warm ist, dass es hell ist? So viele Reanimierte berichten davon oder auch tatsächlich Verstorbene durch gute Jenseitsmedien, die das channeln. Ist es wirklich alles wahr, was die Wissenschaft sagt oder was wir gelernt haben im Elternhaus, in der Schule? Oder kann es sein, dass es da mehr gibt? Einfach in der Trauer, aus Eigenliebe, mein furchtbarer Schmerz darf aufhören, zu gucken, kann es sein, dass die Wahrheit größer, schöner, heilsamer ist? Die Wahrheit, nicht, dass wir uns ein Märchen erzählen, damit es alles erträglicher wird, sondern nach der Wahrheit zu grundeln, jeder für sich, das würde ich mir wünschen. Also im Grunde, dass jeder seine eigene Wahrheit entdeckt und vielleicht auch erweitert. Ja. Ich sage das immer so, das ist deine Wahrheit. Genau. Oder deine oder so, ne? Und das ist meine. Genau. Und vielleicht gibt es ja ein bisschen Deckungsgleichheit. Ja. Wenn ja, ist gut. Naja, und wenn nicht, ist genauso gut. Ist dann eben so. Genau. Aber das ist ja der Grund, warum wir ja die Serie machen, Leben, Sterben, Weiterleben, damit alle, damit ihr die Möglichkeit habt, euch eben zu diesen Themen mal ein kleines bisschen was anzuschauen und zu überlegen, ja, deckt sich das vielleicht mit einem Teil eurer Wahrheit? Und wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, wenn es sich hier gut anfühlt, dann ist es ein gutes Zeichen. Unbedingt. Ja, ganz genau. Und ich kann wirklich, wirklich sagen, dass als ich vor dem Leichnam meines Mannes stand, es war die erste Leiche, die ich gesehen habe. Und da wirklich ohne jede spirituelle oder religiöse Vorkenntnis zu spüren, das war hier nicht alles, da muss es noch mehr geben. Und ich dann gesagt habe, ich möchte Kontakt zu ihm, solange ich noch lebe, hier, egal wie lang es dauert. 3 Monate später hatte ich Kontakt zu ihm über ein Medium, der Jenseitsbotschaften vermittelt, der nichts von mir wusste und hat mir die lustigsten Details aus unserem Leben mit meinem Mann erzählt, die wirklich keiner wissen konnte. Dinge, wo wir in Urlaub waren, weit entfernt, in der Dominikanischen Republik, wo keiner bei uns war, was nur ich wusste. Ich kann wirklich sagen, da war 80%, so im gefühlt 80% meiner Trauer geheilt. Natürlich habe ich ihn noch vermisst, aber ich wusste, ihm geht's gut und was gibt's Schöneres? War so. Warum ist das alles jetzt, über das wir sprechen, im Grunde so, so wichtig? Weil ich glaube, dass ein gutes, im Sinne von gelungenes Leben, in dem ich Freude habe,
indem ich mein wahres Potenzial lebe. Und ich glaube, das gilt für jeden Menschen. Dann gut gelingen kann, wenn ich mein Leben angstfrei leben kann. Und wenn mir ständig der Tod, der jeden von uns morgen in nächster Minute treffen kann, wenn mir die Angst vor dem Tod im Nacken sitzt, was habe ich da für eine Vitalität, um mein Potenzial zu entfalten? Der Tod, dem ich angstfrei, vielleicht sogar mit einer freudigen Erwartung, wenn er denn kommt, wenn meine Seele meiner Meinung nach beschließt, dass er kommt, dann in mein Leben tritt und ich diese Inkarnation wirklich genutzt habe, um mein Leben zu rocken. Das ist Fülle, das ist Erfüllung. Ein lebendiges Leben, ein spannender Tod und dann weiterleben. Wovor soll man da noch Angst haben eigentlich? Eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, auch ich habe Ängste, weil auch dieses, was ich als Wahrheit in mir trage, vergesse ich auch immer mal wieder. Aber ich bin ständig mit Tod konfrontiert und das ist ein Freund, weil der erinnert mich. Jeden Tag. Es gibt so ein schönes Buch, da hat ein Autor mal ein Channeling quasi gemacht mit diesem Engel, der dafür zuständig ist. Mhm. Und dieser Engel, der wird ja oft Sensenmann genannt. Mhm. Und er hat sich da wortwörtlich ein kleines bisschen beschwert und hat gesagt, pass mal auf, ich bringe ja auch die Seelen, wenn sie geboren werden. Ja, wie schön. Und das ist eine ganz neue Botschaft. Ja. Und er wünscht sich, oh, er ist gerade hier, deswegen muss ich wieder heulen, er wünscht sich, genannt zu werden, der Engel des Wandels. Ah, oh, wie schön. Weil er ja bringt und holt. Ne, wenn es soweit ist bei uns, bereitet er uns ja auch vor auf den Übergang. Er ist 2, 3, 4, 5, 6 Tage vorher da und ist wirklich dabei, damit wir uns vorbereiten können. Selbst wenn wir einen plötzlichen Tod haben, der ist ja vorgesehen. Ja. Das wissen aber nur unsere Begleiter und bereiten uns im Grunde schon darauf vor, bereiten die Seele darauf vor. Mhm. Wir mit unserem begrenzten menschlichen Verstand und oft wenig Verbindung zur geistigen Welt kriegen das nur leider nicht wirklich mit. Aber das ist halt einfach so. Ne? Da erinnerst du, Andreas, mich an eins meiner Lieblingszitate, wenn ich das noch sagen darf. Oh, bitte, bitte. Von Khalil Gibran. Es geht darum, das Feste, Engel der Wandlung, dass Wendepunkte im Leben oft so dicht beieinander sind. Und Khalil Gibran meinte, möglicherweise ist ein Begräbnis unter Menschen ein Hochzeitsfest unter den Engeln. Oh ja. Wie wahr. Ne? Weil wir kommen ja nach Hause. Genau. Und da werden wir erwartet. Genau. Und da kann genau das geschehen. Genau. Und so wundervoll, wie dieser Organismus ist, dieser Körper ist, habe ich glaube schon sagen zu dürfen, ich kann mir gut vorstellen, unsere Seele atmet auf, wenn sie die Begrenzung mal wieder für eine Zeit lang loslassen kann. Das glaube ich immer. Schon. Oder für immer, je nachdem, ob sich eine Seele entscheidet, wieder zu inkarnieren oder nicht. Genau. Und dann eben weitergeht in der geistigen Welt. Die Entwicklung weitermacht. Genau. Immer wieder, immer weiter und immer mehr Erfahrung, um immer mehr Erfahrung zu sammeln eben. Genau. Ja. Du hast ja auch Kontakt eben auch mit Verstorbenen, nicht jetzt sagen wir geistig, sondern du siehst ja auch den Leichnam teilweise. Und wir haben die Erfahrung gemacht, und das ist in der Vergangenheit jetzt sogar auch in der Familie auf uns zugekommen. Einige von euch haben es miterlebt. Ich habe das ja dann auch gesagt, dass der Vater meiner Partnerin vor dem letzten Kongress verstorben ist. Und wir haben ihn nach dem Kongress dann beigesetzt. Und auch bei ihm haben wir gesehen, dass der letzte Gesichtsausdruck ein Lächeln war. Und das geschieht im Grunde, das haben wir dann auch über andere Wege erfahren, wenn die Seele die Verbindung zur geistigen Welt hat und drüben ankommt und feststellt, wow, hier ist ja wunderschön. Und dieses letzte Lächeln ist im Grunde aus der geistigen Welt über den Körper, der gerade verstirbt, die letzte Botschaft an die Hinterbliebenen, hey, hier ist schön, mir geht es gut. Das fand ich sehr berührend und ist für uns vielleicht eine ganz, ganz tolle Nachricht, das einfach auch als das anzunehmen, was es ist. Eine Botschaft von unseren Lieben, die nun den Übergang gemacht haben, die gewechselt haben, die jetzt aus der geistigen Welt mit uns sind.
Auch an dieser Stelle möchte ich noch mal ein ganz anderes Thema aufgreifen, weil das wird auch in deins passen. Mhm. Und zwar, es geht ganz einfach darum, wenn man die Verstorbenen begleiten möchte, wenn man ihnen etwas helfen möchte, einfach eine Kerze anzumachen. Mhm. Kerze ist Licht, das ist das eine. Und das zweite ist, dass man einfach dann gemeinsam mit der Kerze an den Verstorbenen denkt. Mhm. Und dann einfach auch sagt so, ich mache diese Kerze für dich an und ich sende dir alle meine Liebe, damit du in der geistigen Welt dich jetzt weiterentwickeln kannst, damit du deinen Weg gehen kannst. Mhm. Ich weiß das zum Beispiel von der Jana Haas, die ja auch Kollegin von dir, Kongresskollegin, das gesagt hat, dass das den verstorbenen Seelen oder besser gesagt den verstorbenen Menschen in ihrer Seelenentwicklung, denn die Seelen versterben ja nicht, unheimlich hilft, dass die dann weiterkommen in ihrer Entwicklung auf der geistigen Welt. Ich muss gerade lächeln, weil ich liebe meinen Beruf so sehr, da fällt mir schon wieder ein Zitat ein von Dietrich Bonhoeffer. Wähle ich sehr gerne da, wo es passt, während der oder kurz vor der Beisetzung in der Passage am Grab. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott oder das Leben, wie man mag, ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wie tröstlich, lass warm und hell die Kerzen heute flammen. Ja, genau. Schön, dass du das alles auch gleich im Kopf und parat hast. Ich liebe es, ja. Klar, bringt dein Beruf ja mit sich im Grunde. Genau. Ne? Ich habe so meine Lieblingszitate, die fallen mir dann ein. Genau. Also du lässt dich im Grunde auch während der Trauerfeier noch führen. Und mir ist da gerade noch so ein Bild gekommen. Mhm. Eigentlich bist du ja auch, wenn du das, du hast uns die schöne Geschichte eben erzählt mit dieser großen Familie, wo sie da alle waren. Mhm. Und wenn jetzt jeder was dazu beitragen möchte, musst du ja im Grunde einen kleinen Regieplan machen. Mhm. Damit das dann auch so abläuft und hältst im Grunde aus dem Hintergrund die Fäden so ein bisschen in der Hand. Genau. Dass wenn Egon gerade mal auf seinem Handy guckt, sagst du, bist jetzt dran. Damit er dann sein Handy zur Seite legt, mal krass ausgedrückt. Und dann jetzt seine Rede zum Beispiel hält oder was er tun wollte, sein Musikstück spielt oder. Mhm. Genau, also mir ist es wichtig, den Raum zu schaffen während einer Trauerfeier, dass Angehörige etwas beitragen können, wenn sie denn möchten. Die meisten, die so ganz eng am Verstorbenen waren, so von der Familie, vom Herzen her, schaffen das häufig nicht. Aber es gibt manchmal schon. Aber es gibt Menschen aus dem Umfeld des Verstorbenen, die Nachrufworte bringen möchten, die einen Brief vorlesen möchten, die musizieren möchten, die Steine den Trauergästen anbieten möchten, die sie beschriften können und mit ins Grab geben können. Also ich gebe da gerne Raum für, biete mich aber gleichzeitig auch immer als Plan B an. Ich sage dann Angehörigen, wenn sie, du, die Rede halten möchten, bitte keine Stichworte, sondern auf dem Blatt Papier ausformuliert. Weil wenn sie das Gefühl haben, an dem Tag schwappen die Emotionen über, sie schaffen es nicht, ich bin gerne Plan B. So. Genau. Weil das den Menschen einfach... Ich möchte den Menschen guten Abschied ermöglichen. Ja, und das, denke ich, können sie, wenn ich auch ein Stück weit, also ich führe komplett, aber ich trete auch gerne in den Hintergrund, weil ich habe in der Regel die verstorbene Person nicht gekannt. Ich kriege ein Gefühl für die Person, aber die Hauptbetroffenen sind die Angehörigen und wenn die was beitragen können, möchten, herzlich gerne. Ja, genau. Das ist schön, das ist ein wunderbarer Rahmen, den du da gibst. Vielleicht sollten wir mal einen neuen Begriff kreieren, anstatt Trauerrednerin. Mhm. Aber fällt mir gerade jetzt auch nichts ein, die Trauerorganisatorin ist ja dann auch nicht so. Genau. Aber Trauerfeier, Zeremonienmeister wäre der korrekte Begriff. Ja. Hört sich aber auch nicht so pralle an. Nee, so. Vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt es uns doch einfach mal. Wäre ich dankbar. Vielleicht können wir das ja dann mal aufgreifen. Das wäre schön, genau. Ja, Anja,
Hast du jetzt noch für uns so etwas ganz Wichtiges, was du uns mit auf den Weg geben möchtest, aus deinem Gefühl jetzt heraus zu eben dem Thema der Trauerarbeit, der Trauerbegleitung, der Trauerreden, aus deiner Arbeit, aus deinem Herzen heraus? Oh ja. Bitte, dann hast du jetzt den Raum dafür. Prima, gerne, danke. Ich würde mir wünschen, dass wir gesamtgesellschaftlich ein Feld schaffen, in dem Tod und Trauer keine Tabuthemen sind. Und ich bin ganz dankbar, dass ich das hier sagen darf und dass du, Andreas, mit diesem Kongress dazu beiträgst, dass dieses Tabuthema salonfähiger wird. Ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch so auf seine Weise in dem Zeitraum, der für ihn stimmig und gemäß ist, trauern darf, ohne dass er irgendwie einen Anspruch transportiert bekommt, bitte nach 2-3 Wochen aber wieder funktionsfähiges Mitglied der Gesellschaft sein zu müssen. Denn Trauer ist individuell. Es gibt nicht umsonst das Trauerjahr. Jede Situation, jedes Fest, den ersten Geburtstag ohne die verstorbene Person, das erste Weihnachtsfest erleben zu dürfen, zu müssen, durchzuleben ohne den Menschen, der uns so fehlt auf dieser Ebene. Ich würde mir wünschen, dass Trauer nicht als Schwäche angesehen wird, sondern als ganz normale und natürliche Reaktion auf einen bedeutenden Verlust. Und dass wir, wenn wir auf trauernde Menschen treffen, uns bitte, eigentlich wie in jeder Lebenssituation, mit Ratschlägen zurückhalten. Einfach zuhören. Hey, du bist in Trauer. Was kann ich für dich tun? Was würde dir jetzt gut tun? Angebote machen und die Ohren spitzen, nicht so viel reden. Und einfach Raum für Trauer und Schmerz geben und halten. Zu sagen, du bist in Trauer, aber du bist nicht alleine und du bist kein Exot. Jeder Mensch trauert mal. Du trauerst jetzt, hey, was brauchst du? Und was von dem, was du brauchst, kann ich dir geben? So. Wunderbar. Das würde ich mir wünschen. Ja, Trauer kann ja auch noch Monate, Jahre später im Grunde durch oder auch mal hochkommen. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass also auch wir für uns im Grunde annehmen, das ist vollkommen korrekt so, dass man dann nochmal wieder trauert. Egal wann das ist und auch egal wie das ist. Einfach zulassen, weil du kannst davon ausgehen, dass dann die Seele dieses verstorbenen Menschen bei dir ist und vielleicht dir eine gute Botschaft, ein gutes Gefühl bringt, um einfach nochmal in deiner Nähe zu sein und dann bei dir ist. Anja, ich danke dir ganz recht herzlich für deinen lieben Besuch, für deinen tiefen und wundervollen Einblick in deine Arbeit und in dein ganzes Sein, das du jetzt ja wundervoll lebst aus dem Herzen heraus. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Sehr gerne und ich möchte mich bedanken. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und darüber reden zu können. Ich denke, diese Dinge, bei denen unser Herz singt, für die wir brennen, darüber reden zu dürfen, ist ein Geschenk. Das ist schön. Schön. Tja, ihr Lieben, und an dieser Stelle sagen wir Danke, und zwar Danke an euch, genau, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns begleitet habt und dass ihr vielleicht gemeinsam mit uns oder mit mir ein Tränchen vergossen habt. Ihr kennt mich ja schon so ein bisschen. Wenn ich berührt bin, dürft ihr das miterleben. In dem Sinne wünschen wir euch von hier aus alles Liebe. Von mir auch. Vielen Dank.